Hallo Greta, du wolltest uns mal erzählen, wie du ans Reiten gekommen bist. Erzähl doch mal. Ja, das ist eine etwas komische Geschichte. Ich hatte eigentlich immer Angst vor Pferden. Und als mein kleines Mädchen geboren wurde und wir mit dem Kinderwagen durch Leversen zogen, sagte sie plötzlich, hiecht gut nach Pferd. Aber da war gar kein Pferd zu sehen. Als wir dann ein Stück weiter gingen um eine Ecke, stand auf einer Weide ein Pferd. Da habe ich gesagt, lieber Gott, bitte lass sie nie reiten wollen. Ja, und genau das ist passiert. Mit zwei Jahren saß sie zum ersten Mal im Urlaub auf einem Shetty. Ich hatte fürchterliche Angst, dass sie runterfällt. Und sie sagte nur immer, Mami, nicht festhalten. Ich war sowieso weit weg. Festhalten musste das Pferd, nämlich mein Mann. Ja, und so ging die Geschichte weiter. Dann musste sie voltigieren, weil sie sonst nicht reiten durfte. Dann hat der Reitlehrer gesagt, aber erst mit 6 Jahren. Dann hat Silke jeden Morgen zu mir gesagt, Mami, wann bin ich 6? Und an ihrem 6. Geburtstag hatte sie nur einen Wunsch, hin zum Stall und voltigieren. Aber voltigieren war nicht ihr Sport. Das hat sie nur gemacht, dass sie endlich reiten konnte. Ja, ein paar Stunden voltigieren und dann durfte sie zum ersten Mal sich ein Pferd aussuchen. Und was hat sie sich ausgesucht? Den Sam. Das allergrößte Pferd, was überhaupt da im Schulbetrieb war. Und da saß mein kleiner Knubbel drauf. Und Mami stand am Rand und hatte eigentlich nur Angst. Immer habe ich gedacht, lieber Gott, lass sie nicht runterfallen. Aber sie ist nicht runtergefallen. Sie ist mit dem Pferd gleich klargekommen. Sie saß da drauf wie ein King. Und dann hat der Reitlehrer gesagt, Greta, weißt du was? Du musst auch reiten. Du musst ihr ja helfen. Sie ist noch so klein. Ja, und dann habe ich die erste Reitstunde genommen. Auch an der Longe, naja, das ging noch ganz gut. Und dann kam das erste Mal alleine auf dem Pferd, angaloppieren, bums, lag Frau Köhler im Dreck. Und das ist mir 22 Mal passiert. Ich bin immer beim Angaloppieren runtergefallen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Dann fing Silke an zu reiten und sie wurde immer besser. Und ich habe gedacht, naja, jetzt kannst du bald aufhören. Da hat der Reitlehrer zu mir gesagt, Greta, du reitest noch mit 80. Habe ich gesagt, niemals. Ja, und jetzt bin ich 87 und das Reiten macht mir einen unwahrscheinlichen Spaß. Ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich auf meinem Pferd sitze und die schöne Natur genießen kann. Und nicht vergessen, den Newsletter abonnieren. Nun wünsche ich euch alles Liebe. Tschüss.